Nun, zum ersten Mal statten wir einen unserer Hubschrauber, einen H-145, mit einer sogenannten Rettungswinde aus. Die Rettungswinde hat ein 90 Meter langes Seil. Und insbesondere im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb können wir jetzt verletzte, verunglückte Personen mit dieser Rettungswinde retten. Der Innenminister ist ganz im Glück, weil wir ein Stück weit einen neuen Baustein in unserer Rettungskette setzen und damit Menschenleben retten können. Wir investieren in Sicherheit, insbesondere in Sicherheit für diejenigen, die im Schwarzwald oder auf der Schwäbischen Alb klettern, Mountainbike fahren, Bergwandern und dabei verunglücken. Gemeinsam mit den Bergwachten ist das ein entscheidender Schritt für mehr Sicherheit, gerade im Schwarzwald und auf der Schwäbischen Alb. Wir haben einen Hubschrauber, der jetzt 7 Tage, 24 Stunden am Tag einsatzbereit mit einer Rettungswinde ist und im Grunde genommen immer und ständig von den Bergwachten abgerufen werden kann. Er ist hier innerhalb weniger Minuten in der Luft. Also diese Seilwinde ist für uns hier in Baden-Württemberg ein absoluter Meilenstein. Es ermöglicht erheblich schnellere und bessere Einsätze. Wir haben also wirklich dadurch erhebliche Vorteile. Bisher war es so, dass wir keine Hubschrauber hatten hier in Württemberg mit Seilwinde, sondern die kamen dann tatsächlich von außerhalb, entweder von der Schweiz oder von der SAR aus Bayern. Und das bringt uns also natürlich erheblichen Vorteil. Das wird regelmäßig geübt. Es ist so, wir haben natürlich jetzt die Möglichkeit im sogenannten Realtraining. Jeder Bergretter, jede Bergretterin bei uns bekommt grundsätzlich eine Basisausbildung. Das gehört einfach mit dazu. Und das wird in Bayern im Ausbildungszentrum ZSA in Bad Tölz gemacht. Und es wird auch regelmäßig wiederholt, sodass eigentlich jeder Bergretter Grunderfahrung hat in der Luftrettung, in der Hubschrauberbergung. Und dann haben wir natürlich jetzt unsere speziellen Einsatzgruppen, die noch speziell trainiert werden als Luftretter. Mit der Übergabe dieser Rettungswinde an die Landespolizeihubschrauberstaffel geht das Land Baden-Württemberg einen hervorragenden großen Schritt. Ich glaube, man kann von einem Meilenstein sprechen für die Luftrettung in Baden-Württemberg, weil jetzt zum ersten Mal es möglich wird, dass Bergwacht und Polizei gemeinsam hier im Land auch Einsätze fliegen und Verunfallte auch abseits der befahrbaren Straßen und Wege retten, und das zeitnah. Bisher hatten wir und haben auch nach wie vor die Unterstützung der Schweizerischen Luftrettungswacht, der REGA. Das betrifft vor allem Einsätze im südbadischen Raum. Für die anderen Landesteile, Nordbaden und das Württembergische, hatten wir aber so lange Anflugzeiten, dass dort ein Einsatz des Rettungshubschraubers mit Winde schlicht einsatztaktisch oft nicht möglich war.